Hallo, meine Hübschen, und herzlich willkommen zu Struggle Play. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Wochenende, einen schönen Samstag. Weiß nicht, haben wir noch den Sonntag und es kann nur besser werden. Ja, wir spielen heute noch mal ein bisschen Cult of the Lamb weiter, weil wir haben ja gerade so viel zu tun, wir kommen in der Story, ja. Kann ich weiter. Hier so viele Kultmitglieder zu versorgen haben. So, und jetzt gucken wir erstmal, wie immer, ob wir denn noch angemeldet sind mit Twitch. Moment, schaut euch gleich um. So. Wir sind noch im Spiel. Wir sind noch im Spiel. Wir sind nicht rausgeflogen. Normalerweise haut's mich doch hier immer raus. Schauen wir mal. So. 20 Leute haben wir zum Versorgen. Das sind ganz schön viele. Und es waren schon mal mehr, weil wir haben 22 Häuser beziehungsweise Schlafplätze und 9 Leute sind da schon gestorben. Aber vielleicht kommt heute ja der ein oder andere zurück. Mal gucken. Hallo Foxy, herzlich willkommen im Stream und vielen, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du da bist. So, pass auf. Wir sind noch angemeldet. Wunderbar. Wunderbar. Seltsam. Die ersten 2 Mal mussten wir es immer aktualisieren. Aber Stream bringt auch regelmäßig Updates raus. So. Hatten wir irgendwas vor? Ich glaube, wir wollten auf Kreuzzug gehen, oder? Wo geht ihr alle hin? Wo kommt ihr alle her? Eine richtige Welle an Kultisten. Foxy, bist du schon Mitglied in einem Kult? Fünf Prozent Chance, dass eine Krankheit ausgelöst wird beim Essen von Blumenkohlgerichten. Okay. Sättigende Speise für Fleischfresser. Ich glaube, wir sind alles Fresser, oder? Mach das jetzt einfach mal. Theoretisch habe ich ja jemanden, der die Fäkalien wegräumt. So, kann ich euch jetzt einen Tag alleine lassen? Ohne dass ihr mir wegstirbt. Es wäre noch gut, vielleicht genau jemand von euch mitzunehmen. Ich gucke gerade, woran das liegt. Was für verschiedene Dämonen wir kriegen. Nee, okay, ich dachte gerade, es liegt an der Tierart, aber nö. Wohl einfach total random. Okay, wir nehmen auf jeden Fall wieder einen Hathor mit. Da darf Beta mal mit. Ich glaube, Beta war noch gar nie dabei. So. Okay, der ist jetzt ein lila Herz und es stand dran, ich erbeute bessere Sachen. Normalerweise die roten Herzchen, die bringen mir immer Herzchen. Und dann müssen wir. Ah, genau, wir hatten eine Quest. In Düsseholz, okay. Ach, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd, weil eigentlich habe ich die 2 Dämonen gemacht, um sagt's mir, den Kalmar zu schlagen. Nee, noch nicht. Bist du noch kein Kultmitglied? Okay. Möchtest du eines werden? Wir haben auch Cookies. Wir haben wirklich Cookies. Das ist nicht gelogen. ja, dann muss ich gleich nochmal ein paar Dämonen machen. Und ich bin bestechlich. Okay, sehr gut. Mit Cookies? Zufälligerweise? Wir haben sonst auch eine
Einwandfrei ausgebaute Kirche haben wir. Sonst gibt es immer genug zu essen. Wir haben ein großes Heilzelt. Falls du mal krank wirst, können wir dich schnell heilen inzwischen. Ich bin eigentlich für einen Fluch mitgenommen hier wieder. Die Älteren werden bei uns respektiert, das ist auch wichtig, und nicht geopfert. Hinterlass beim Abrollen einen Sprengsatz. Nö. Nö, ich hätte gerne mehr Herzchen. Ich gehe gerne auf Nummer sicher hier. Manchmal gibt es Grasmahlzeiten, aber da meine Leute alle Grasfresser sind, macht ihnen das eigentlich gar nichts aus. Und wir machen coole Rituale. Tefisch ist gestorben, schön. Und meine Toten werden auch schön begraben und die meisten Tiere stehen auch wieder auf, tatsächlich. Will Gras? Ja. Alle. Alle sind bei mir Grasfresser und herzlich willkommen, Vista. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Brunnenbrunnen, ein sanft plätschernder Brunnen. Wir können Kronenbrunnen bauen. Seit neuestem. Ich will doch mein Essen, das Essen nicht vergessen. Ich hasse diesen Spruch. Damit machst du dir keine Freunde bei mir. Solange ich nicht wieder zu Dünger verarbeitet werde und Cookies bekomme, bin ich dabei zu Dünger. Wer hat dich denn zu Dünger bearbeitet? Nee, also es kann sein, du steigst mal auf bei uns. Also Ritualen. Geh mal dahin. Ach, da ist auch eine. Okay, wie viel kostet's denn? Wie wird das knacken, ihre Knochen? Um Gottes Willen, gib den hier. Furchtbar. Jetzt kriegen wir dann zwei neue, oder? Weil im nächsten Raum ist auch noch. Okay. Okay, ich mache mir das Leben hier gerade schwerer. Kleine erbärmliche Kreaturen. Eigentlich würde ich die Spinne ja auch mal gern ein bisschen bäschen. Finde viele leckere Häppchen. Okay. Oh, yeah. Ich hatte gerade einen Salat, dann darf ein bisschen Spaß sein. Mir geht's gut und selbst, Sarah? Oh ja, wie immer. Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen bedrückt, weil meine Schwester ist hier und meiner Schwester geht's nicht so gut. Und das hat auch ein bisschen Einfluss auf meine Stimmung, muss ich sagen. Aber ich habe sie heute ein bisschen abgelenkt. Wir haben Yoshi's Story gespielt. Vielleicht kennt ihr das. Auf dem N64. Und da hat sie dann wieder ein bisschen gelacht. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich sie ein bisschen zum Lächeln bringen konnte. Ich kann die Pfeile zurückschießen. Das wusste ich nicht. Das ist ja witzig. Komm, gib mir den Pfeil. Zack. Okay, also Foxy, du kannst, wenn du möchtest, dann gleich ein Anhänger werden, wenn ich hier fertig bin. Könnte ich jetzt auch einfach gehen und den hier lassen im Dunkeln. Aber das ist wahrscheinlich der Typ, den ich brauche, oder? Schon wieder vergessen, dass ich ja den Typ retten muss. Ja, da. Ah, vergessen. Okay, und ein bisschen essen kann nicht schaden. Kenn ich nicht, aber ich hoffe, es geht deiner Schwester besser. Kennst du nicht? Das ist ja furchtbar. Kennst Yoshi's Story nicht? Das ist so süß. Also da geht's um die kleinen Yoshis. Und Yoshis, die essen ja ganz viel Früchte. Und die Früchte, die sie essen, die wachsen am Happy Tree. Und der Happy Tree wurde geklaut. Und das Ganze ist halt so eine Erzählung wie in so einem Buch. Also wenn du irgendwie so im Level so einen anderen Abschnitt erreichst, dann blättert es immer so um. Und das Ganze sieht auch immer aus wie so ein Pop-up-Buch. Das ist so goldig gemacht.
finde, das sollte jeder kennen. So, wir klauen das. Wir machen das kaputt, aber wir gehen nicht nochmal in die Regie hinein. Herzen. Okay, vielleicht habe ich langsam mal genug Herzen. Jetzt haben wir hier Flüche. Kuss des Todes. Kalt und einladend. Gefriert. Ja, Pest. Pest hört sich doch immer gut an. Thing is true. What? Ich kenne mich im Nintendo-Universum kaum aus. Das ist furchtbar, wie ist da? Furchtbar. Hey, better. You see this little heart-shaped demon? I don't know where he is. That's you. Where's he then? There he comes. This heart-shaped thing there. That's you. I made you into a heart. Das letzte Mal, was ich gespielt habe, war für den Super Nintendo. Okay, das ist irgendwie echt traurig. Moment, hat mich gerade wieder angerufen. Okay. Ich krieg jetzt gerade immer Anzeigen. Weil meine Freunde und ich, wir hatten so die spontane Idee, wir könnten ja auf eine Hütte gehen. An Silvester. Okay, was kriege ich jetzt? Das abgegebene Gold wurde gestohlen. Die Statue ist wütend. Nix, okay. Hätte sein Geld nicht klauen sollen. Okay. Kann ich mehr opfern? Nee, okay. Na gut, nächstes Mal. Wo war ich dran? Genau, wir wollten eine Hütte über Silvester mieten und da dann, halt drin wohnen. 2-3 Tage. Und jetzt schlägt es mir immer Hütten zum Kaufen vor. Kriege ich immer Anzeigen, so Waldhütte kaufen. Und ich so, ja, ihr seid lustig. Ich habe kein Geld, um eine Waldhütte zu kaufen. That's cute. Yeah. Sometimes they die. That's cute too. Die Unikonsolen aufgewachsen. Furchtbar. Furchtbar, ich auch, fast. Also wir hatten nur den N64 eben. Da konnte ich nur spielen, was Freunde so hatten. Und die hatten ihr PlayStation, ja. Okay, was hast du dann auf der PlayStation so gespielt? Bei uns war eher der Nintendo vertrieben. Also PlayStation war bei uns eher schon so ein Exot eigentlich. Aber ich weiß noch, wir hatten mal eine geliehen. Und da war dann Tomb Raider 4 drauf. War ich voll begeistert. Und dieses, habe ich euch schon mal erzählt, dieses Simpsons Wrestling Spiel, das total witzig war. Und ein Power Ranger Spiel. Das war auch recht witzig. Konnte man im Koop-Modus spielen. Vielleicht sollte ich mir die Spiele irgendwann noch nachkaufen. Weil das aber so Kindheitserinnerungen sind. Und irgendwie bin ich nie drüber hinweggekommen, dass ich Tomb Raider 4 nicht fertig gespielt habe. Das fehlt mir echt noch irgendwie. Ach, stirb doch endlich. Ich bin jetzt vom Hammer irgendwie gewohnt. Dass der so viel Schaden macht. Und diese Axt hier ist echt ein bisschen popelig. Ah, okay. Gut, was nehmen wir? Gold haben wir genug. Beeren. Ja, ich glaube, wir nehmen Beeren. Brauchen wir ja wieder mehr Essen. Okay, oben kommen wir her. So, und wir könnten weitergehen, aber wir müssen zurück, weil es wäre gestorben und wir müssen den graben.
Final Fantasy, welches? Sieben vermutlich. Hab ihr doch einfach die Hütte. Ich hab kein Geld. Ich würde mir voll gerne Hütte kaufen. Aber meine Freunde, die haben alle ein Haus und die meinen auch. Sag mal, Mara, du könntest doch eine Hütte kaufen. Wir haben alle ein Haus, du die Hütte. Und ich so, okay. Und die Hütten sind aber halt teilweise teurer als so ein Haus. Final Fantasy Resident Evil, Tekken und sowas. GTA, FIFA, Gran Turismo. Okay. Okay. Gib mir Kohle. Was mit dir? Gib mir Kohle. Und dann geschlafen. Geld her. Wo ist der Hausmeister? Hatten wir nicht gesagt letztes Mal irgendwie, wir müssen den Hausmeister zuweisen, aber niemand wusste, wie das geht. Hallo, Wiss. Das finde ich aber nett, dass du mir winkst. So, reines Loch. Wie war das mit Dünger? Foxy, bist du jetzt noch da? Ach, jetzt komme ich wieder nicht ran, oder was? Okay, jetzt liegt der da. Hoppla. Ich kann mit denen reden, wenn sie auf dem Klo sind. Unser Wähler, wie läuft's? Oh, Anhörer, ich bin so dankbar. Mein Bruder ist endlich hier. Es wird sogar passen. Foxy und Wolf. Zwei Brüder. Knopf gedrückt. An Württemberg sind die Leute echt etwas reicher. Wieso? In den Häusern meinst du? Ja, bei uns ist es normal, dass jeder ein Haus hat eigentlich. Finde ich aber auch in Ordnung. Also mir würde zum Beispiel jetzt nie einfallen, Kinder zu kriegen, obwohl ich kein Haus habe. Was passiert? Was passiert? Seth! Seth ist gestorben! Er ist doch gerade erst dem Kult beigetreten. Und was machst du denn hier mit dem? Oh Gott. Wieso will er? Der ist überall, überall. Komme ich heute nicht vorbei. Da, guck, Stoffel. Er hilft wenigstens. Ja, hört auf. Komm doch wieder. Hört auf zu kotzen! Hört auf! Die werden gleich alle krank. Hallo, Sorbella, schön, dass du da bist. Ich sehe dich gerade hier überall im Spiel. Überall. Wieso kümmert sich hier niemand um die Feldfrüchte? Ich möchte mir auch mal ein Haus kaufen, aber bei den paar. Ja. Ja, gut, das Ding ist, guck, da bist du schon wieder. Überall ist der. Also meine Eltern haben dieses Haus zum Beispiel gekauft für 125.000 Mark damals. Mark. Das ist halt schon, ja, kriegst du nie wieder. An mir kommt man nicht vorbei. Echt so. Echt so. So, okay. Sind jetzt alle zufrieden? Nein. Hunger. Wir machen wieder einen Hungerstreik. Und predigen sollte ich auch mal wieder. Oh je. Ich muss doch den Kalmar töten. Ja. Gut, wen nehmen wir mit? Ich komme mit Herzen zurück, ja. Wetter darf wieder mitkommen.
Da muss ich noch ein paar Jahrzehnte arbeiten, ja. Aber jetzt überleg, wenn es wirklich nur 125.000 Mark wären, das wären 60, 70.000 Euro. Das wäre absolut schaffbar. Das hättest du in 10 Jahren vermutlich abbezahlt, wisst ihr. Sollen wir mal so einen versuchen? Beginne deinen nächsten Kreuzzug mit einem Heim. Was ist ein Geister jetzt? Wir versuchen es mal mit Projektilen. So. So. Gehen wir noch ein bisschen predigen. Es geht Ihnen mit Demut. Ah. Hier bleiben. Hier bleiben. Wir machen noch einen Hungerstreik. Bin am Überlegen, ob ich sie auch wieder so Pilz infizieren sollte. Aber ich glaube, wir lassen das erstmal, weil die doch danach dann wieder alle krank werden. Haben wir denn noch für schöne Rituale? Da habe ich so wenig Glauben in dem Hungerstreik. Mögt ihr das etwa nicht? Den auch noch reden. Ach nee, so wie ich denn immer dich. Okay, dann kann ich nicht gleich wieder los. Dann muss ich erst noch warten. Warten, bis sie wieder aufwachen, nochmal predigen, den Glauben wieder ein bisschen herstellen. Wieso kümmert sich hier niemand wirklich? Denen doch genug Aufgaben verteilt. Ah, das Bild ist noch nicht eingeschlafen, die ist zu langsam. Kann ich noch gut. Also ich für meinen Teil. Okay. Was? Warte, ich spiele da. Wer isst denn gerne? Ding ist halt, wir haben, glaube ich, jetzt echt viele alte Leute. Und da müssen wir dann bald für Nachschub sorgen. Je länger das Spiel geht, desto weniger Platz hat man, weil dann alles voll ist mit Gräben. Okay, ich bin noch nicht mal fertig geworden hier. Du, L. Mach mal ein bisschen Feldarbeit. Du auch. Naja. Wollte ich nicht. Und da will jemand was mehr. Wollte, dass du arbeitest. Ja, was möchtest du denn? Bitte anführe, dass Nanny die hungern und kein Zuhause. Oh Gott. Also, Biatjun, was habe ich unterbrochen? Ich habe doch gar nicht mit dem geredet. Okay. Also wir hätten jetzt 4 neue Leute, aber ich nehme die erst wieder, wenn ich vom nächsten Kreuzzug zurück bin. Ja, wir kommen da zu spät. Ich glaube, das war ein Dorsia. Unglaublich. Ja. So, wir können auch mal wieder jemanden heiraten. Oder jemanden wiederbeleben. Wir haben ja noch nicht genug Leute.
Pass auf, eigentlich konnte ich hier auch was freischalten, ja. Nicht mehr so viele Sachen übrig, hä? Wenn wir echt mal so den Missionar machen. Wenn ich jetzt so viele Leute habe, dann könnte ich euch ja wirklich mal auf Missionen schicken. Von denen ihr halt eventuell nicht mehr zurückkommt. Ich bin immer zu spät. Du bist immer zu spät. Könntest du ein bisschen. Nee, nicht du. Feldarbeit. Jetzt alle zur Feldarbeit. Doch nicht so schwer. Ich glaube, Atze hat das immer gemacht und der war auch gut. Und zwar, die sehen gleich aus. Das ist wieder so ein Tiefischklon, oder? Hätte ich aber noch. Ah, okay, den habe ich jetzt wirklich unterbrochen. Wie ist der geredet? Ich finde es gut, dass auch noch die Alten alle mittanzen. Kann sich nur um Stunden handeln hier. Ach, den Beichtstuhl. Gideon wollte doch den Beichtstuhl. Fällt mir gerade wieder ein. Huhu, kein Ingame-Sound. Haben wir keinen Ingame-Sound? Tatsache, warum beschwert ihr euch denn nicht? Moment, muss wieder umswitchen. Jetzt? Jetzt habe ich einen Ausschlag. Sorry, es hat sich keiner beschwert. Hört ihr doch die allen coolen Tanzgeräusche gar nicht. Wie geht's dir, Andorsia? Wie war dein Start ins Wochenende? So, Stitchy. Einmal tanzen. Einmal Geld. Es wird irgendwie nicht mehr mit dem Glauben. Auch nicht besser wird es die Feldarbeit. Okay, wir können nichts mehr pflanzen, weil keine Dinger drin waren. Okay, das verstehe ich. Aber ernten und gießen, das ging eigentlich schon, würde ich sagen. So. Muss der halt auch noch aufs Feld. Was will ich machen? Mit euch. Mir geht es soweit ganz gut. Das ist schön, das freut mich. Keine nervigen Hausarbeiten heute.
Also haben wir echt einige offene Häuser. Also viele gestorben sind. Furchtbar. Ich habe uns hier. Ja, wir können eigentlich mal wieder Sachen machen. Holz. Ich glaube, das ist immer gut, Holz zu haben. Den. Jetzt. Moment. Jetzt? Nee. Okay. Irgendwie die Grube, die war schon ein paar Mal ein bisschen defekt. Eine neue. Ach, gleich ein paar, glaube ich. Weil ich so viele alte Leute habe. Okay, am Beichtstuhl. Wo ist das? Da. Missionar. Machen wir den Beichtstuhl hin. Eigentlich gehört der zur Kirche, oder? Irgendwo hinbauen, wo ich ihn gut sehe. Was ist dieser Umkreis hier, in dem sie beten? Okay. Hier, komm, wir machen ihn ganz in die Ecke. Und dass sie es lebendig zurückschauen. Das ist halt schon ein bisschen so. Boah, schick den dahin, den du nicht leiden kannst. Vielleicht kommt der ja nicht wieder. Okay, da muss erst der Missionar fertig gebaut sein. Okay, wir, hier. Ah. Heute war ein Regentag, hab das als Ausrede genommen. Draußen nicht so, ja. Ist der Kult katholisch? Das weiß ich nicht. Wieso? Wegen dem Beichtstuhl. Vermutlich. Ich wollte euch eigentlich helfen, aber ich komme nicht ran. Okay. So. Nehme ich hier die Beichte ab. Okay. Hüter der Geheimnisse. Also mir jetzt alle Geheimnisse erzählen. Das heute bereits über. Ach so, kann ich das nur einmal bei einem Mann am Tag, okay? Sollen wir mal jemanden auf Mission schicken? Wen schicken wir weg? Wen können wir nicht leihen? Ich glaube, ja, die ist. Wieso die Sterbewahrscheinlichkeit, oder wie? Ich glaube, Yarti war ein No-Name, oder? Wer falls nicht, dann wird die jetzt melden. Yarti ist auf einer niedrigen Stufe. Ach so, werden die besser? Auf einer hohen Stufe. Okay. Gideon, bist du da? Guckst du gerade? Sollte ich eigentlich eher die schicken auf einer hohen Stufe? Wir schicken Tiefisch, weil der ist echt alt und wir haben zwei Tieffische. Sollen wir ihn holen lassen? Haben wir mal Fleisch, geringes Risiko. Der hat 3 Tage weg. Viel Glück! Echt, der kommt zurück. Okay, dann bauen wir aus. 3 Anhänger gleichzeitig. Und der Beichtstuhl, ich dachte, den könnten wir auch nicht. Nicht ausbauen. Okay, dann nicht.
war das gerade? Das Geräusch hat mir nicht so sehr gefallen. Ich will nichts. Why didn't you make me a cake last night? I didn't have ingredients. You didn't got me ingredients. So. Ach scheiße, jetzt habe ich ihn wieder so hingelegt. Guck, der kann echt nur nicht hier rein. Why didn't you get the ingredients? Because I already was in my pajamas. Why should I get the ingredients? I have no money. Not my mom. Ich muss den Glauben steigern. Ich muss nicht gehen. Meint ihr, es wäre cool, zu einem Kult zu gehören? Frag mich das wirklich. Also, ich glaube, mit Mädchen. Ich finde die Mädchen so cool. Bringe Blimbo ein drittes Auge des Zeugen. Okay. Da müsste ich aber erstmal die dritte Map clearen, glaube ich. Ja? Ich kann einfach keine Feldarbeit. Einfach nicht. Und ich wäre immer noch für Pilzmal sein. Noch eine Dekorate. Größere Erfolgschancen für Anhänger. Okay. Dafür. Chief verkaufen. Ich muss sie nicht mehr. Muss nicht mehr verkaufen. Eigentlich müsste ich ja gar nichts mehr verkaufen. Was fehlt mir? Kristalle und das richtige Holz. Das richtige Holz fehlt. Stufe 10. Und du hast jetzt einfach Stufe 10. Ist denn jemand hier, der noch nicht im Kult ist und der gern Kultmitglied werden wollen würde? Der Strangkult weiß einfach, wie man geht. Habe ich überlesen. Tatsache. Tatsache. Nein, irgendwas muss ich ja auch können. So, wir predigen. Ein weiterer Tag ohne Gefangene. Mach das Pilzritual. Ihr seid mir nicht gläubig genug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14. Kann ich damit leben? Und ihr müsst nochmal zwei, also 16. Kann ich damit leben, dass 16? Leute eventuell krank werden. Gleichzeitig. Das wird ja lustig. Oh, oh. Okay, wir beeilen uns. Wir
Immer noch terrified. Wir metzeln jetzt den Kalmar, genau. Kalmar. Infortbestie, suche woanders Genugtuung. Du wirst die Schwelle meines Tempels nicht überschreiten. Ach, ich glaube schon. Glaube schon. Was bekommen wir? Gnadenloses Schwert. Sieht irgendwie cool aus. Ja, vorsichtig mit den Herzen. Bisschen mehr Schaden hier. Muss hier bei mir mal ein bisschen leiser machen. Ich glaube, bei mir ist es ziemlich laut so. Und ich weiß schon wieder so gießen. Ah! Weg mit deiner Sense. Au. Aber die Projektile zurückschmeißen, das ist schon schön. Was ist denn eigentlich aufgespießt? Und das Quallen immer auf den Stöcken, oder? Bisschen Geld. Ein paar Kristalle. Wieso? Der hat einen anderen ausgespuckt, oder was? Oh. Okay. Die Leute da. Turnen. Nein, die turnen nicht. Das ist, wurden versenkt mit Steinen. Der an der Hand. Der am Fuß. Der an der anderen Hand. Dieses Wasserlevel ist irgendwie seltsam, aber auch faszinierend. Einfach, nee. Nee, ich will mehr Ressourcen, bitte. Mag-Ressourcen. Oh. Was seid ihr mit den Augen? Ein bisschen seltsam. So. Irgendwie ein ganz schön langer Weg. Ich vermute mal, das ist Absicht. Was ist das? Da gibt's Kacke oder was? Ja, für links. Oder hier und dann Häuschen. Nee, wir gehen links. Ah, ah. Kannst du mich noch? Töten! Die ist echt gezeichnet fürs Leben jetzt, glaube ich. Die vergisst mich nicht mehr.